Wir fangen als erstes an mit einem Video von Ton verändert. Er hat ein Video hochgeladen vor einer Stunde. Vor einer Stunde. Guck mal, da sieht man wieder. Ich und Ton verändert. So. Er hat ein Video hochgeladen zu dem Thema Eduard Schäfer. Der große Eduard Schäfer-Skandal. Außerdem, ich sehe gerade, der ist wieder am Start hier. Let's go. Du hast versucht, eine Adler. Hast du versucht, einzusperren? Eigentlich solltest du hier gar nicht mehr hängen. Eduard Schäfer, ich bin wirklich enttäuscht von Eduard Schäfer. Eduard Schäfer, ein wirklich sehr guter Kollege von mir. Eduard kommt ja aus Kassel, ne? So, der kommt aus meiner Gegend. Das Krasse ist, natürlich, ich und Eduard haben so ab und zu geschrieben, einfach auf Fun. Aber wir haben uns nie getroffen, Bruder. Noch nie. Ich habe ihn auch noch nie in Kassel gesehen, Bruder. Was für mich echt komisch ist, Digga, um ehrlich zu sein. Weil ich habe irgendwie jeden gesehen, aber nur nicht ihn, Digga. Keine Ahnung. Wirklich in meinem Herz eingeschlossen war, hat mich einfach gelinkt. Und hat nicht nur mich gelinkt, hat euch alle gelinkt. Eduard Schäfer nutzt das Krankenhaus für Fake-Promo aus, leakt Adressen und ist für 3 Tage spurlos verschwunden, obwohl er einfach nur in seinem Zimmer hockt. Was ist eigentlich passiert? Was ist passiert, Digga? Das ist jetzt die Frage. Fangen wir an. Wir schreiben das Jahr 1800. Nee, keine Ahnung. Wir schreiben so 3 Wochen vorher. Eduard Schäfer, Riton und Spätim waren gemeinsam live auf TikTok. What? Was passiert hier? Naja. Hat er den Spider-Man-Riss gemacht? Was war das? Spider-Man-Riss? Holy shit. Und die Livestreams waren eigentlich ganz lustig. Mal hat Eduard Schäfer gesungen, mal hat Eduard Schäfer getanzt und es gab sogar eine Dating-Show für Eduard Schäfer. Also meine Mama kommt aus Spanien und mein Papa ist Deutscher. Spanien? Bella Italia. Bella Italia. Ich hab so lange deine Stimme nicht gehört. Lebt der noch? Ja, der lebt noch, Wallah. Dem geht's gut. Der hat jetzt gerade übertrieben Beef am Start, Digga. Ich hab schon ein bisschen mitbekommen, so auf TikTok. Bella Italia. Und die Lives waren wirklich auch sehr erfolgreich. Es waren viele Zuschauer, ja, Mann, es war einfach lustig mit anzusehen. Und irgendwann kam der Tag, wo Spätim, Riton und Eduard Schäfer sich dazu entschlossen haben, sich zu treffen. Wo ist das, Digga? Das ist in Kassel. Das ist der Bahnhof, glaube ich. Die haben sich in Kassel getroffen, Bruder. Was ist das für ein Hintergrund? Ja, doch. Aber es gab da nur ein ganz kleines Problem, denn Eduard Schäfer darf sich nicht ohne seine Erlaubnis mit irgendwelchen anderen Leuten random draußen auf der Straße treffen. Was ich auch voll und ganz nachvollziehen kann, weil angeblich war das so in der Vergangenheit, dass viele Leute Eduard Schäfer verarscht haben. Ja, die haben sich mit ihm getroffen, die haben ihn verarscht, die haben sich lustig über ihn gemacht und die Mutter von Eduard Schäfer will es einfach vermeiden. Und das kann ich voll und ganz nachvollziehen, aber... Safe, also weh an die Mutter auf jeden Fall, Bruder. Ich weiß auch nicht, warum Leute daran Spaß haben, den Jungen zu verarschen. Wenn ich den sehen würde, was ja noch nicht so passiert ist, aber wenn ich den sehen würde, Bruder. So, das ist crazy, kommt ne? Aus Kassel, der ja. Kommt aus Kassel, Labert Bruder. Doch nicht. Ja, wenn ich den sehen würde, ich würde schon so einen Döner einfach mit ihm fetzen und einfach ein bisschen über die Welt und Gott reden. Keine Ahnung was, Digga. Bella Italia. Das Kriterium war, dass Eduard Schäfer sich mit Riton und Spätim treffen konnte, dass Riton und Spätim Eduard Schäfer die Nummer und die Adresse von ihnen schickt. Bro, ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht, würdet ihr Eduard Schäfer eure Adresse schicken? Er hat mir auch eure Nummern gezeigt und keine Ahnung, was eure Adresse... Eduard hat ihr ein Screenshot geschickt von unseren Adressen und der Nummer, die wir ihm geschickt haben, zur Sicherheit für seine Mutter. Er hat das ihr geschickt. Digga, das ist hart. Guck mal, in meinem letzten Video... Ja, guck mal, das habe ich auch nicht verstanden. Ich hab die ganze Thematik allgemein nicht verstanden. Die waren ja erstmal cool, haben sich in Kassel getroffen. Und dann hat Eduard einfach so random eine Nummer gepostet. Oder Riton seine Nummer oder Riton seine Adresse. Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Ist auch eigentlich gar nicht Eduard-like. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Habe ich ja darüber geredet, dass ich es richtig cool fand, dass Riton und Spätim sich mit Eduard getroffen haben. Ich fand es richtig geil, Digga. Jetzt hat sich alles um 180 Grad gedreht und Eduard Schäfer hat einfach gesnitcht. Aber was hat Eduard Schäfer gemacht? Ja, Eduard Schäfer hat Ritons Adresse bekommen, aber Eduard Schäfer hat Ritons Adresse einfach geleakt. Bro! Warum? Ey, das ist schon ehrlich. Warum machst du so? Sag mal ehrlich. Nein, Eduard Schäfer... Aber wer an dieses... Bild da hinten, Digga. Schäfer hat jetzt keine Instagram-Story gemacht und gesagt, yo Leute, was geht? Das ist Ritons Adresse. Kommt bitte alle vorbei, Junge. Lass neue Drachenschanze 2.0 machen oder so. Nein, Eduard Schäfer. Und da bin ich jetzt auch nicht ganz in der Materie drin, Digga. Da habe ich gar keine Ahnung, was da eigentlich vorgefallen ist. Aber es ist so schwierig zu erklären, Digga. Eduard Schäfer hat Kontakt mit so gewissen Mädchen. Ne? Und die Mädchen, die sind nicht ganz koscher oder wie man halt so sagt. Ne? Die sind nicht ganz so... Die wollen halt nicht nur das Gute von Eduard. Ne? Und die Mädchen, die verarschen
verarschen Eduard. Aber gab es eine, die heißt Julka oder so und die hat das so angeblich vorgetäuscht, dass sie mit Eduard Schäfer zusammen ist und so weiter und so fort. Dann hat ihm immer gesagt, so, ja Eduard, wir sind zusammen und bla bla bla. Da war sogar ich mal im Livestream dabei und ich wusste, dass das stinkt. Und ich dachte, hä, Eduard Schäfer, weiß er das eigentlich auch? Hat sich alles so herausgestellt, dass die ihn verarschen und er wusste das nicht. Und auf jeden Fall waren die dann gar nicht zusammen und irgendwann habe ich das hier erfahren. Eduard, hier ist ihr Freund. Schreib sie bitte nicht an und ruf sie bitte nicht an. Daraufhin Eduard Schäfer, ich bin so traurig, so enttäuscht, sie hat einen Freund ganze Zeit mich ausgenutzt, sie hat einen Freund. Ja Leute, ich bin so traurig, ich bin aus dieser Snap-Gruppe raus, mir geht's nicht gut, die haben mich... Walla, ich lach gerade, aber eigentlich das ist gar nicht witzig, Digga. Es ist einfach, ich muss lachen, weil er ist ja so eigentlich so Meme, wenn man das so will. Und wenn ich ihn sehe, muss ich normalerweise immer lachen, weil es einfach witzig und keine Ahnung, es ist einfach schön, ihn zu sehen in einer Hinsicht. Aber das ist wirklich traurig, Bruder. Und an alle Frauen, die so etwas machen, ja, Bruder, mit Tüten abziehen, das ist. Ja, der Arme, der checkt sowas nicht, so weißt du. Mach das mit, so weißt du, am besten macht das gar nicht, aber wenn ihr es macht. Dumme Kennex, Digga, Walla, Bila, mach das mit Herz. Wenn ihr das macht, doch nicht mit Eduard, Bruder, ja, Walla. Gucken wir weiter. Angelo, ausgenutzt, diese Julka, ja, die hat einen Freund und ihr Freund hat Sprachnachricht geschickt. Ich bin so traurig. Und bevor ihr jetzt sagt, ich leak private Chats oder sowas, nee, das war so eine öffentliche Broadcast-Gruppe von Eduard und er hat das ganze Zeug da einfach reingeschickt. Naja, und jeder wusste es. Spätim wusste, Riton wusste, sogar ich wusste, dass diese Frauen oder diese Mädchen eher gesagt, Eduard Schäfer verarscht. Und jeder hat es ihm gesagt, auch als ich damals mit ihm live war, ich so, ey, hör mal auf, Digga, das ist nicht cool. Die machen verarschen, you, verstehen? Und ich weiß nicht, wie es dazu kam, ja, wie viel Vertrauen und Eduard in diese Julka und in diese Sabrina, da war noch eine, die heißt Sabrina. Sabrina hat mich überall blockiert. Aufgebaut. Was sagt unser guter alte Animus? Das einer Frau kann 1000 Schiffe ziehen. Versteht ihr? Hat oder wie er denen überhaupt vertrauen konnte, dass er irgendwann mal dieser Sabrina Ritons ganze Adresse und Ritons Nummer geschickt hat. Und das meine ich mit leaken. Also versteh mich nicht falsch, wirklich, wenn ich in dem öffentlichen, ja gut, ich stehe genau in derselben Position, aber Riton ist ein bisschen bekannter als ich. Ich würde genauso durchdrehen. Real Talk, Digga. Wenn ich irgendjemandem meine Adresse anvertraue und der Typ nutzt es einfach aus und ja, schickt es irgendwelchen Randoms, Digga, die den offensichtlich ausnutzen und verarschen. Bro, ich wäre auch genauso wütend gewesen. Naja, daraufhin, beziehungsweise nach diesem Video hier von Eduard Schäfer. Ich bin so traurig. Hat er nochmal Folgendes in seinen Broadcast-Channel reingeschrieben. Mir geht es so schlecht, dass ich Klinik bleibe, wegen den Stress von gestern von meiner Krankheit noch mehr verschlimmert hat. Bin so traurig, mir geht es schlecht von denen, kann nicht mehr schlafen und so. Um das Ganze kurz runterzubrechen, er hatte geschrieben, dass er jetzt im Krankenhaus ist und in der Klinik bleibt. Er war zwar im Krankenhaus, ja, aber nur wegen einer Blutabnahme. Guck mal. War das vor ein paar Jahren auch nicht gleich? Ja, ja, es war vor ein paar Jahren auch gleich. Ich glaube, ohne dass es jetzt negativ gemeint ist, ich glaube, Eduard mag es, halt dieses positive Feedback zu bekommen in Hinsicht von, oh mein Gott, nein, alles Gute, dies und das und bla bla bla. Und Bruder, ich finde es von, sage ich dir ehrlich, von Riton, natürlich, es ist hart, Bruder, was Eduard gemacht hat, safe, 100%. Aber ihr wisst, wie Eduard ist, Bruder, gerade ein Riton, weißt du, ihr wisst, ihr wisst einfach, was ich meine. Versteht ihr, was ich meine, Digga? Dann das ganze Netz gegen ihn zu stellen, Bruder, das ist hart. Also ihr wisst, der Junge, dem geht's nicht gut. Verstehst du, was ich meine? Ich würde da jetzt nicht als Riton einfach im Internet sagen, der hat das gemacht und der hat das gemacht und der ist böse, weißt du? Oder ein Eduard Schäfer, der kommt da nicht easy mit negativen Kommentaren klar. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, verstehst du? Ja, deswegen wäre man die Sache vielleicht ein bisschen anders angegangen, ja, dann wäre vielleicht alles ein bisschen besser ausgegangen. Aber jetzt gerade so ist natürlich nicht gut, Digga. Um seine Werte irgendwie zu kontrollieren. Der hat da nicht im Krankenhaus übernachtet und auf jeden Fall nicht, weil dieser Julka einen Freund hatte. Ich bin so traurig. Vor allem nach dieser Nachricht, mir geht's so schlecht, kommt einfach die Nachricht. Folgt mir Privataccount, da bin ich auch aktiv. Jo, Bruder, wenn ich im Krankenhaus liegen würde, Digga, ich glaube, da wäre auch das Erste, was ich machen würde. Ja, das war genau das Gleiche wie vor ein paar Jahren, Bruder. Bruder, für ihn ist es ja so unbewusst. So, aber so ein auf den, weißt du, was ich meine? Ich glaube, wie gesagt, er mag einfach dieses positive Feedback. Und es ist traurig, weil
wie man es das hier entnehmen kann, bekommt er wohl viel zu wenig davon. Und deswegen muss er halt zu so etwas zugreifen, was ich sehr schade finde, um ehrlich zu sein. Jo Leute, was geht? Folgt mir Privataccount, da bin ich auch aktiv. Naja, und daraufhin war Riton mit spätem Live und es gab Beef und es gab hier und es gab da, weil auch Riton nicht verstehen konnte, warum der Typ seine Adresse einfach geleakt hat, warum Eduard Schäfer seine Adresse weitergegeben hat und laut Riton waren sogar auch einfach Leute bei ihm zu Hause. Ich war oben, hab mich umgezogen. Jemand hat geklingelt. Was hast du gemacht? Erzähl mal. Ich hab so gedrückt und gefragt, wer da ist. Die meinten, ja, Ritons Freunde. Und du, Eri, dachtest natürlich, meine Freunde. Nehme ich ihn nicht übel, dafür ein bisschen so, eine kleine Watsche. Ja, Leute, was soll ich so wissen? So, ein bisschen Eri, aber Leute, kann man ihm nicht übel nehmen. Okay, hast du Tür aufgemacht? Ja. Was passiert, erzähl. Du bist dann runtergekommen, hast geguckt, wer da ist und das waren Fans halt, ne? Das waren, Leute, nicht runtergegangen. Die sind einfach hoch. Die sind das Treppenhaus hier hochgekommen. 4 Leute oder 5 Leute stehen im Treppenhaus. Ich bin da runtergegangen. Ich so, wer kommt hoch? Er sagt so, ja, Freunde von dir. Ich so, hä, was für Freunde von mir? Ich erwarte keine Freunde. Ich stehe im Treppenhaus. Ey, ja, können wir ein Bild mit dir machen? Ja, Bruder, ja. Ja, komm doch. Ja, guck mal, ich verstehe zu 100% seine Frust. 100%, Bruder. Ich wäre auch so ab. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach falsch angegangen, Bruder. Weißt du, einfach im Live dann Eduard dort bloßzustellen, das habe ich ja auch gesehen, Bruder, auf TikTok. Das macht seine Psyche nicht mit, Digga. So, ich wäre das auf jeden Fall anders angegangen. Ich wäre wütend, 100%, aber ich hätte meine Wut nicht an Eduard rausgelassen. Rein, Digga, willst du vielleicht einen Kaffee, willst du vielleicht noch einen Tee, willst du Kekse, Digga? Sollen wir vielleicht noch ein Video gemeinsam aufnehmen? Bro, what the fuck? Naja, und daraufhin hat, glaube ich, Eduard Schäfer gemerkt, oh, er hat einen Fehler gemacht und er hat verstanden, Digga, dass es nicht so cool war, seine Adresse irgendwie weiterzugeben und ich sag dir ehrlich, ich sag's nochmal, ich kann es voll und ganz nachvollziehen, dass Riton da wütend ist. Bruder, stell mal vor, auf einmal so hier steht jemand in meinem Zimmer, weil Eduard Schäfer Adresse geleakt hat. Und dann hat Eduard komplett übertrieben. Ich habe so Angst, dass jeder mich Hater mich anschreibt und mich drohen und die eine Person, die gescreenshot hat. Was ist denn das, Digga? Und meine Familie will auch nichts mehr zu tun haben. Jeder hat mich blockiert, jeder auch nicht. Und Neffe, Familie, Cousin, alle haben niemand. Wieso blockiert Familie den, hä? Naja, und wer das alles nicht genug hat, Eduard Schäfer noch so sein Profilbild geändert. Ja, und irgendwie sowas, als wäre er verstorben oder wäre er weggegangen oder keine Ahnung. Ich habe jetzt leider keinen Screenshot. Oder vielleicht habe ich einen Screenshot? Weil er hat jetzt natürlich wieder zurückgeändert. Nee, habe ich nicht. Aber auf dem letzten Screenshot, den ich habe, war das sein Profilbild. Und es ist auch nicht das Einzige, was Eduard Schäfer gemacht hat. Nein, Eduard Schäfer hat noch dieses Bild hier auf Instagram hochgeladen. Und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, was los ist. Digga. Halt mal auf, Digga. Warte mal. Warte. Das ja, halt deine F***, Digga. Ich hab gar nichts gemacht. Warum lacht ihr? Bruder, warum lacht der? Wallah, yo. Ja, yo, yo. Ihr müsst halt immer noch bedenken, der Junge ist krank. Tamam. Der Junge ist krank und die ganzen Aktionen, so natürlich, das ist irgendwie doch darauf zurückzuführen, weißt du? Und warum lachst du? Guck, mach so, ja, Bruder. Der lacht auch die ganze Zeit. Hört mal auf, Digga, ey, Jungs. Ja, was soll man sagen? Also, keine Ahnung. Wie gesagt, die Sache ist komplett falsch angegangen. So. Auf die ganzen Stories, die er gepostet hat, auch extra geschrieben, ich wünsche dir alles Gute und ganz viel Kraft, wenn du was brauchst, melde dich. Aber als er dieses Bild hier hochgeladen hat, da war mir klar, Mütze auf Englisch, weil ich kannte dieses Bild. Eduard Schäfer hat dieses Bild schon mal hochgeladen und ich kann es auch beweisen. Halt's Maul, Digga, also. Oder der hat das Bild nicht mal gelöscht von seinem Instagram-Account. Und dann konfrontiere ich Eduard Schäfer damit. Was macht er? Er löscht meine Kommentare, er sperrt mich aus seiner Broadcast-Gruppe und schreibt mir einfach 1:1. Ich will jetzt hier nicht den ganzen Chat liegen, Digga, weil es immer noch Privatsphäre. Aber Freunde dachte bei, lass mich in Ruhe, ich werde bald live im Krankenhaus. Dann sieht jeder, wann weiß ich noch nicht. Bald live im Krankenhaus. Eine Stunde später, nachdem er mir diese Nachricht geschickt hat, war er einfach in seinem Zimmer live mit Riton. Zu mir! Sitz. Hi, Canelo. Sitz. Canelo. Bruder, weißt du, wie ich mich gefühlt hab? Bruder, ich hab mich wirklich gefühlt, Digga. Ich hab mich noch nie so verarscht gefühlt. Real Talk. Und das von Eduard Schäfer, wo ich eigentlich gedacht hab, ey, Digga, der Arme, der tut mir wirklich leid, Junge. Ich find's echt cool, dass Riton und Spätem, dass er jetzt Freunde gefunden hat, dass er was macht. Und dann snitcht der Typ mich so. Bruder, er verarscht mich einfach. Er verarscht uns alle. Ja, ich bin im Krankenhaus, Digga. Wer macht denn damit Spaß? Und das Beste war noch einfach, nachdem er dieses Bild auch in diese Broadcast-Gruppe reingestellt hat, ne,
wo er im Krankenhaus liegt, jetzt steht da halt Beitrag nicht verfügbar, weil er das wieder gelöscht hat, schickt er einfach da drunter, ne, nach einem Bild, wo er im Krankenhaus liegt, wo er sagt, ey, mir geht's nicht gut, ich liege im Krankenhaus, schickt er einfach seinen Twitch rein. Oh mein Gott! Und ich wirklich, Bruder, ich hab mich das letzte Mal, als ich mich so verarscht gefühlt hab... Digga, also, wir, guck mal, wir lachen nicht über ihn, wir lachen über die Aktion, die er jetzt gerade macht. Ja, Mann. Weißt du? Ich weiß, der hat das genau das gleiche vor ein, zwei Jahren. Ja. Genau 1:1. Da kennt man schon den Eduard zu lange, Digga. Walla. Also wie gesagt, wir lachen nicht über ihn, Walla. Wir lachen einfach über die Aktion, weil das einfach so gar nicht passt miteinander. Der Fan, der glaubt ihm die ganze Zeit. Ich war bei dem Video von UpRed, ne, wo er gesagt hat, ja, er hat Steuerschulden und so weiter. Und dann so, wenn du Eier hast. Genau so habe ich mich gefühlt. Digga, ich dachte wirklich, mit dem ist irgendwas. Einfach für Promo. Oh nein. Nein, er macht's ab, nein! Nein, nein! Bruder, er hat ein Jahr lang Eduard als Hintergrund gehabt, ich glaube sogar noch länger. Da hat er das abgemacht und hat das wieder dran gemacht. Und das war komischerweise, nachdem ich erwähnt habe, macht das wieder dran. Hat er es wieder dran gemacht und jetzt macht er es wieder ab, nein! Ach so, ein Mustihaft, ich will nie wieder in den Kommentaren lesen, dass du gesagt hast, dass ich wieder Eduard Schäfer dran bin. Nein, Digga, was laberst du? Soll. Ich weiß nicht, wo das alles hinführt, Digga. Naja, das war's. Was ein Zufall. Was ein Zufall, Digga. So ein Zufall gibt's doch nicht. Ich hab's gar nicht kommen gesehen. Geiles Video, Mann. Wallah, geiles Video. Ey, mach das wieder dran. Nein, Wallah, ich mein's ernst. Mach's wieder dran, Digga.